glaube, ich muss aufpassen, dass ich nicht durch die Stacheln runterfall. Das wäre fatal. Warte mal, ich speichere lieber ab, bevor mir ist das so riskant hier. So, jetzt kann ich. Jetzt kann mir nichts mehr passieren. Kann man das kaputt machen hier? Nee. Ich hatte nur Abgrund gesehen, also von daher. Das hätte auch wieder anders ausgehen können. Ich bereue es langsam, dass ich da oben nicht hingegangen bin. Weil ihr. Oh, ja, das war's wert. Hohoho. Das war Erfahrung pur gerade. Gut, erhöht die Stärke der Geisterflamme oder was gibt's dann noch? Eine Seelenverbindung stellt ein Lebenszell wieder her. Hm. Machen wir mal das hier. Damit die Objekte auch zu mir rangezogen werden. Und ich sehe gerade. Ach, ist das so? Nee, doch nicht. Hab gerade Verhältnis? Nee. Gut. Ihr müsst nicht verstehen, ich versuche gerade zu. Ich habe unten einen weißen Kreis aufdrehen sehen und ich dachte, das wäre jetzt das Feuern hier. Wie komme ich denn da hoch? Gar nicht. Zuwandten. Mehr als ich? Oh. Okay, das heißt, das ist schon mal einer, der uns gesucht hat. Wir wurden also. Ja, wir sind ja verloren gegangen. Und die haben uns gesucht. Alter Schwede. Episch. Du hast den Wandsprung gelernt. Um diese Fähigkeiten zu nutzen, musst du unter Verwendung von. Blieb zu einer Wand hinbewegen und dann wiederholt A drücken, um dann. Das ist cool. Kann ich daran hochspringen? So, das können wir abspeichern. Wir müssen es natürlich auch direkt hier ausprobieren. Ja, das speichere ich direkt ab. Quatsch, ich kann auch so machen. Nee, wie war das? Start. So, das ist jetzt ausgewählt. Das heißt, ich kann jetzt Geisterflamme immer noch machen? Ach nee, das sind Fähigkeiten, die ich dauerhaft nutzen kann. Ah, okay. Ich dachte, ich kann nur eine zur Zeit. Nö, dann ist das geil. So, so, so. Cool. Geil. Du hast eine Energiezelle gefunden. Damit können wir noch mehr speichern und noch mehr Seelenverbindungen erzeugen. Nein, 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 ich wollte nochmal hoch. Dieser Wandsprung ist super. Guck mal hier, zack. Kann mich nochmal festhalten und kann nochmal hoch. So, natürlich speichere ich nochmal. Dankeschön. Da weiß ich auch ganz genau, wo ich hineinlaufe. Ich muss aufpassen. So, schön, dass das Leben angezogen wird. Hat anscheinend einen guten Radius. Arschloch. Trifft er mich auch noch?
Weil dass die einen immer treffen, ne? Huch, kann das kaputt gehen? Na, ich glaube nicht, oder? Das tut mal so, als ob es kaputt geht. Ich muss eh nur da einmal darauf und dann da. So, wie ein Pro-Gamer. Das heißt, ich kann jetzt auch hier und dann... Zack. Das sind froschartigen Viecher. Die machen mir Angst. Da komme ich nicht hoch. Dann gehe ich nochmal hier lang. Was ist das für ein Viech? Super. Klasse. Häcksler. Der Volltreffer. Komm ihn da rein. Oh. Was hab ich denn da entdeckt? Irgendwas Gutes. Ja genau, das mache ich jetzt. Spiel zu speichern. Ich glaube, da komme ich sowieso nicht rauf im Moment. Warte mal. Oder? Komme ich da irgendwie hoch? Ich versuche das gerade wahrscheinlich mit dem dümmsten Trick, den es gibt, aber... Das ist irgendwie so sauknapp. Ne. Ich gebe das jetzt schon auf. Naja, einmal gespeichert, passt schon. Schon wieder in einen reingelaufen. Ich soll es lassen. Ich muss aufpassen, dass ich nicht in diese lila Dinge reinfliege. Das passiert mir auch häufig. Nein, 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 nein. Lass das. Nicht gut. So, jetzt sind wir wieder oben. Ja, das kann ich ja nicht öffnen hier, bitte. Geht nicht. Keine Geisterschlösser. Ich glaube, es ist Zeit, neues Gebiet zu erkunden. Was hat mir da gerade wehgetan? Ach, der ist schon wieder. Ich sehe das nicht von hier aus. Nö, 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 Moment, Moment. Ich gehe wieder zurück. Ich habe gelesen, es gibt Secrets, die man erst erreichen kann, wenn man bestimmte Fertigkeiten hat. Und man kommt zu einigen Secrets nicht mehr zurück. Was meint ihr, was ich vorhab? Ich glaube, die Seelenverbindungen bleiben übrigens nicht. Ich glaube, dass die... Können wir hier einfach abspeichern, weil wir jetzt gerade Fortschritt haben. Mehr oder minder. Komm, jetzt kommen wir hier nämlich wieder zurück. Und dann kommen wir hier zum Anfang. Zum Baum. Komme ich hier wieder hin? Ich glaube, wenn ich da reingehe, dann, ich komme gar nicht mehr zurück. Gut, haben wir das auch schon geklärt. Jetzt wäre nur noch der Doppelsprung. Der wäre auch sehr, der wäre jetzt auch sehr passabel hier. Zack, warte mal, ich könnte noch mal... Ich kann mich nicht entscheiden. Man hört bestimmt noch das Klacken von meinem Controller. Warte mal, da hoch nochmal. Ich will alles erkunden. Hier würde das auch tun. Und hier, guck mal, da oben kriegen wir was. Das war eine Fähigkeitszelle.
Jetzt hast du einen weiteren Fähigkeitspunkt erhalten. Rufe den Fähigkeitsbaum auf, um dich auszurüsten. Das kann ich ja nur hier. Gut. Speichern tue ich gleich. Lebenszelle ist natürlich auch sehr gut, aber auch mehr Schaden wäre nicht schlecht. Mehr Leben. Halbierte Kosten der Stichflamme. Ich würde sagen, ein bisschen mehr Schaden. Beim nächsten Mal nehmen wir die Kartenmarkierung. Oder erstmal das hier. Und dann die Kartenmarkierung. Gehen wir so der Reihe nach. Ich finde das Spiel sehr, sehr schick gemacht. Also es ist richtig, richtig cool. Ich mag das. Yeah, jetzt machen wir richtig Schaden. Verkehrt ist übrigens nicht hier nochmal links zu laufen, weil mit jedem Gegner, den ich kill, kriege ich übrigens unten Erfahrung. Mit jedem Gegner, den ich kill, mit jedem Gegner, den ich besiege. Gegner sind es an sich auch nicht, sind Feinde. Oder One-Hits. Seht ihr da hinten die Augen im Baum? Das sind Augen. Krass. Halt, halt. Schon wieder hin und her. Gut, da haben wir also nur noch ein Secret, wenn wir Doppelsprung beherrschen. Kriege ich das irgendwann? Gesperrt. Ich weiß noch nicht mal, was das ist. Das sieht so ein bisschen aus wie Doppelsprung, oder das ist Fliegen. Ich weiß es gar nicht. Es ist wie gesagt blind. Ich werde wahrscheinlich später nochmal hier zurückkehren. Wir haben da haben wir einen Punkt. Wir kommen aber auch auf jeden Fall zum hohlen Baum. Gut, dann gehe ich nochmal zurück. Hui. Natürlich sind die Gegner wieder. Es bringt was, wenn man hier zurückkehrt. So, jetzt muss ich ganz nach oben. Zack. Zack, das war knapp. Ach cool, die ist auch noch da oben. Ja, hier. So. Das war eigentlich auch gar nicht geplant, dass ich das Let's Play so vorziehe. Ist hier unten noch was? Also Tod und Verderben? Ne, hier war nur der erste Splitter. Splitter, Stein, Schlüssel. Aber es wäre nicht angenehmer, wenn ich die Gegner schon mit einem... mit einem flotten Dreier vernichte. So. Treffen mich hier wieder was? Ne, diesmal nicht. Aha. Das sind also Wegweiser hier. Will ich nochmal in die Geisterhöhle? Die ist ja links. Per se fehlt mir da ja auch noch ein bisschen. Alter, vor den habe ich. Den habe ich gar nicht mehr gesehen. Mann, ich weiß nicht wohin. Doch, ich weiß schon wohin. Hier unten, hier war ich noch nicht. Oder? Ne, hier unten war ich noch nicht. Ne, hier muss ich noch hin. Wer weiß, was es da gibt? Fähigkeiten? Ruine. Nibel ist übrigens die Welt hier. Ein Kartensteinfragment finden. Oh. Ich habe bisher noch keinen. Wie gut, dass hier einer liegt. Oder ist das ein Splitter?
Boah, hier rechts will ich hin. Wie komme ich denn da hin? Ne, ach links. Okay, links oben muss ich was finden. Schade. Muss ich also noch auf die Suche gehen danach. Ja, es gibt noch viel zu tun. Ist der Gegner gerade volle Kanne Wonderslings geflogen? Oh, die Sprungattacke von denen ist ein bisschen fies. Ich glaube. Ups. Ne, hier war ich. Stimmt. Obwohl, ne, hier habe ich noch keinen Doppelsprung gehabt. Doppelsprung rede ich schon. Das wird mir selbst mit Doppelsprung nichts helfen hier. Okay, ich gehe wieder. Doch, mit Doppelsprung kriege ich es hin. Doppelsprung oder fliegen. Oh, da oben, da muss ich hin. Seht ihr oben rechts? Da oben rechts in der Ecke, da muss ich hin. Gut, ich glaube, hier können wir nichts mehr machen. Können jetzt nur noch warten, bis die Gegner hier ihren Seelenfrieden gefunden haben. So. Gut, ja, Seelenverbindung ist bereit und wow, wir haben gleich einen Fertigkeitspunkt. Geil.